Hallöchen, eine neue Folge Breath of the Wild Master Modus. Ja, letzte Folge haben wir die Erinnerung gesehen hier an dem, an dieser Pferdestatue von Prinzessin Zelda. Und jetzt machen wir uns noch auf die Suche auf das Schimmelpferd, was sich hier aufhalten soll. Was uns der Typ an dem Stall ja gesagt hat. Unser Paul ist zwar treu, aber er ist halt nicht der beste Gaul. Und schaut euch an. Jetzt muss ich mich natürlich nur ranschleichen. Ups. Und das machen wir natürlich am besten mit unserer Schleichausrüstung. Bitte beweg dich nicht. Ah, first try? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Verdammt. Shit. Wenn ihr gesehen habt, das hat auch was mit der Stamina zu tun, wie man Pferde bändigen kann. Das ist die Frage natürlich, ob ich vielleicht noch zu schwach bin. Habe ich denn Tränke? Was gibt mir das? Das füllt es ja bloß auf. Muss mal hoffen, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich das so übergehen lässt. Jetzt wollen wir wieder eine Stelle, wo wir uns von hinten natürlich anschleichen können. Das können wir auch hier so Safari-mäßig machen. Oh Leute, könnt ihr es sehen? Da ist das Pferd. Oh mein Gott, es ist so selten. Wir müssen uns ranpirschen, Leute. Oh. Okay, okay, okay. Ah, nice, das scheint, dass es gilt. Bitte, 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 bitte. Nice! Der schöne weiße Schimmel. Oh, der wehrt sich aber ganz schön. Ha, seht ihr? Der hat vier Galopptinger. Ganz ruhig. Oh Gott, ja, ich weiß, da ist ein Abhang. Hängst du jetzt im Abhang fest? Nee. Gott, schlägt er nach links und rechts aus. Ganz ruhig, Kleine. Hey, hey, hey. Ich frage mich, ob die schon unten an der Brücke wieder gerespawnt sind. Da kriegen wir dann sonst da gleich hier... Schön, dass da jemand online ist. Nach links sollst du doch. Bockiger Gaul, meine Güte. Jetzt kriegen wir gleich Bombenpfeile ab. Uiuiuiui. Autsch, ja, ja, ja. Weiß in weiß. Grab mal eben erstmal dahin. Ob du dich an mich gewöhnt hast. Alter, immer nach. Nein, nicht nach rechts. Ne, da baumelt's noch im Wind. Mann! Wie oft muss ich dich dann noch hier tadeln? Ganz schönes Biest, hey. Hallo. Ha, was für ein Tag. Ein idealer Tag.
Tja, da vorne sehen wir nämlich auch hier so ein Kolosseum mit schwarzer Grütze. Aber könnt ihr euch ja denken, was in diesem Kolosseum auf einen wartet? Noch nicht. Oh Gott. Jetzt, wie nennen wir dieses Pferd? Da können wir jetzt nicht mehr so einen bescheuerten Namen geben. Ein Wildpferd gefangen zu haben. Möchtest du es registrieren? Jawohl. Wie nennen wir das Pferd denn? Sieht dann nämlich aus wie das Pferd von Prinzessin Zelda. Sollen wir es auch einfach Zelda nennen? Oder Princess? Ja, Princess hört sich so zu tuffig an. Komm, wir nennen es einfach auch Zelda. So. Zelda. Wir können auch umhören. Zelda. Zelda. Nee. Ah. Ja. Genau. Jetzt, also es ist nicht so, als hätte ich jetzt bloß ein Pferd, sondern jetzt ist halt Paul im Gestüt und ich könnte den auch holen, wenn ich will. Der Schimmel der Königsfamilie, da hat mein Oma also die Wahrheit gesagt. Dass ich das noch sehen dürfte. Lass mich dir das Geschirr und den Sattel der Königsfamilie geben, hat mir mein Opa vermacht. Königssattel, der Sattel der Königsfamilie von Hyrule, deren Wappen darauf erstrahlt. Das Pferd der Prinzessin Zelda soll mit einem Sattel wie diesem ausgestattet gewesen sein. Königssaumzeug. Dieses Saumzeug hat eine lange Tradition in der königlichen Familie von Hyrule. Die Goldornamente heben die hervorragende Verarbeitung noch zusätzlich hervor. Yeah. Er sagte, die Prinzessin auf dem Pferd sei der wunderbarste Anblick der Welt gewesen. Kein Zweifel, das hier muss also Nachkomme jenes Pferdes sein. Wunderschön. Ich glaube, ich träume. Yeah! Wer mit so stylischen weißen Gaul. Yeah. Den frisieren wir doch vielleicht auch gleich. Oh, einreisen. Oh, der wehrt sich noch. Unserem Pferdestall fühle ich hier ganz wie zu Hause. Nanu? Haben wir ja schon mal gesehen. Nur die Frage, ob das Pferd schon bereit ist. Du hast ja ein Prachtexemplar. Ja, ich würde gerne die Mähne ändern. Mich interessieren aber nur Pferde, die mit viel Liebe gezähmt worden sind. Ist das schon der Fall? Oder braucht's noch? Na. Ich schenke ihm jetzt all meine Liebe. Wo habe ich Karotten? Ich habe keine Karotten. Ah, aber warte mal. Das müsste doch... auch schmecken, oder nicht? Magst du das nicht? Ach komm schon. Es könnte noch gefallen. Ein Apfel halt. War mal X zurücklegen, so. In die Hand. Und zwei Äpfel. Ah, die nimmt er sich. Aufsteigen, ein bisschen tadeln. Na? Bockt er sich jetzt noch? Nö, nee, scheint ja so weit richtig zu machen. Ja, tja, schüttel dich. Schüttel dein Speck, Baby, schüttel dein Speck. Ja, ja. Komm, es ist jetzt voller Liebe. Jawohl. Was? Ist mehr Liebe von mir. So, ja, jetzt bitte. Mhm.
Ja. Alter. Dann machen wir das einfach ein anderes Mal. Das wird so blöd. So. Dann geht's nämlich jetzt Richtung Mitte. Komm ich da hier direkt hin? Das geht gar nicht. Ein direkter Weg führt anscheinend hier nicht hin. Ah, doch. Natürlich ein kleines Lager. Aber da reiten wir jetzt mal vorbei. Griot-Brücke. Mhm. Okay. Oh! Gutes Pferd kommt auch hier durch hügeliges Gelände durch. Oh, nice. Nehmen wir natürlich mit. Yakamata. Rein mit dir, Link. Fabulous Ninja. Frühschnitze, unter der gleißenden Sonne der Wüste verlierst du Herzen. Du musst dich entweder regelmäßig im Schatten oder im Wasser abkühlen. Oder Schutzkleidung tragen. Na. Gewaltige Kraft. So ein bisschen Hau den Lukas mäßig. Wahrscheinlich, hm? Also hier ist Wasser. Ah, jetzt sehe ich gerade, das oben ist eine Eisenkugel. Und... Hahaha! Oh, okay. Ah, nee, das ist ja kein Wasser. Lässt du dich? Nein? No, oh Gott. Ja, okay, gut. Was ist die Frage? Wo sind hier? Muss da irgendwo noch eine Kiste dann für mich sein? So, jetzt kommt das. Alter Schwede. Schade. Oh! What? Zwei gleich! Holy! Oh Gott, oh Gott, auf was lasse ich mich hier denn wieder ein? So. Nehmen wir hier den starken. Ach, das ist auch gerade eigentlich das Schwerste, das Stärkste. Na, wieso gehst du denn wieder nicht?
So direkt ins Auge. Mach doch. Ja, ich muss erst den einen machen und dann... Hä? Wieso macht der jetzt wieder nichts? Okay. Ganz strange. Oder kannst du im Wasser nichts? Also das ist jetzt irgendwie buggy. Oh. Das zerbricht ja schon gleich wieder. So, jetzt nochmal. Okay, jetzt macht er auch wieder was. Aber jetzt wieder nicht? Was ist denn da los? Na? Fängt dann noch Feuer. Wie nice ist das denn? Wie geil ist das? Das wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Okay. Nein, 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 nein. Ich wollte den ja. Klappt das? Mein Bumerang. Ich weiß schon, wer da wieder gut drüber lachen kann. Ach, da ist mein Bumerang. Schnell ausmachen, so. Ah, Gott. Aber die Guardians, also das war jetzt strange. Okay, 50er Schwert, nice. Also die Guardians, das habe ich jetzt gerade nicht gerafft, warum die... Wir hatten ja irgendwo einen Hänger auf einmal. Aber so einen ganz, ganz krassen. Sind wir schon durch, oder wie? Ne, das haben wir nicht gesagt. Und da ist nochmal einer. Okay. Das Almighty Reckengewand. Das heißt aber auch, dass ich diese tollen Waffen... Dann gleich wieder... Ah! Gleich wieder verblase wahrscheinlich. So. Dann nehme ich aber zuerst das Schwert. Auch gleich wieder zwei. Ernst jetzt? Oh Gott. Na? Alter, wo hänge ich denn jetzt bitte fest? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben mich gleich hier voll in der Mangel. Wetten und es zerbricht auch gleich. Oh, komm schon. Oh Gott. Okay, einmal. Nice. Nein, 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 nein. Okay, komm. Dann nehmen wir jetzt wieder... Das ist nämlich dann nochmal... Oh!
Und bam, 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 bam. Oh Gott. So schnell. So, und jetzt gib ihm. Oh shit, ich schlag auch gegen die Wand, das ist schlecht. Ja. Alter, ich habe das zwei Räume vorher bekommen. Was soll denn das? Gib ihm. Da habe ich richtig schön viele Mats wenigstens bekommen. Ja, aber der ist heftig, der Schrein. Das wird wohl schon echt ein Fortgeschrittener sein. Ja, wenn ich da jetzt drüber laufe, das wippt mir wahrscheinlich sonst. Okay. Na. Na, aber. Okay. Ich glaube, da sind auch mal bestimmt irgendwo was hier versteckt. Nice! Dann können wir endlich mal unser Stasis-Modul updaten lassen. Nice, richtig nice. So. Okay, damit nehme ich den Hammer und... Bam! Und... Oh, shit. Nice! Ah, da kommt noch... Alter Schwede! Tauchen jetzt noch mal Gegner auf? Nee. Nein, dafür brauche ich keinen Feuerpfeil. Kann ich mir nämlich auch den hier einfach anzünden und... Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt rollt nämlich hier da... durch. Okay, und das ist dann bloß um... Das heißt, ich muss ja den irgendwie umklappen. Na? Reicht das jetzt? Nee. Tut sich auch gar nichts. Perfect Time oder wie? Nee. Mann, du musst die scheiß Hase immer so jucken. Das verstehe ich jetzt nicht. Nicht geplant. So, jetzt nochmal. Zack.
hier niemals hin, hey, oder? Ah, warte mal. Heißt es aber. Und dann? Kriegt mir dann auch nichts. Wie das hier einfällt. Nee, das wäre. Das wär unlogisch eigentlich. Ah, toll. Das bricht auch gleich. Aber ich glaube, da war da vorne halt noch was anderes, wo ich diese zwei Guardians bekämpft hatte. Mal schauen gehen. Oh, da kann. Muss ich dich vielleicht mitnehmen? Ja, aber da drüben ist da eine Treppe. Da war doch gerade eine Treppe um die Ecke, oder nicht? Jetzt gehen wir erstmal gucken, ob das vielleicht da vorne was mit zu tun hat. Weil wenn nicht... Ach, so schnell geht das. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich habe da ein bisschen Moment noch. Und ich ausnutzen kann. Hier. Ist ja hier wie eine Schiene. Kann ich dich auch so nehmen? Nee. Und da hinten ist was zum Kaputtmachen. Ja, nee. Was? Ich schau doch hier hin. Ja, das geht gar nicht, okay. Dann komme ich wahrscheinlich da erst da hinten durch. Ja, das ist nämlich ein Tor und das da ist zum Freisprengen. Da muss ich die Kugel wahrscheinlich mitnehmen. Okay. Interesting, ting, ting, ting. Das ist ja echt lustig mit den... Alter, willst du mich verarschen? Ja, toll! Und jetzt erschlägt mich der Stein? Nee, doch nicht. Hat hingerollt, was soll denn das? Tatsache, ich berühre nur einen rollenden Stein. Bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich da vorne brauche. Aber Gott, vielleicht hilft es mir sogar, vielleicht macht es ja alles einfacher. Aber hier ist er, ja genau, da war doch eine Treppe. Na? Oh je. Dann werde ich erschlagen. Nee, nicht. Na, mach mal schneller, bevor er mich jetzt wieder überrollt. Indiana Jones Style. Sag was los? Ich kann das Ding jetzt. Das Tor aufmachen, ohne dass ich dieses Rätsel hier gelöst habe. Tatsache! Da muss ich das wahrscheinlich auch bloß einen richtigen Moment drücken. Naja, dachte ich mir schon.
und das halt dann dementsprechend aufhalten. Ups. Ja, ist ja egal, wir haben das jetzt aufgemacht. Ah, Mann, Mann, Mann. So. Kiste. Wow, wenn ich mir davon Waffen kaufen könnte, wäre das auch nicht schlecht. Okay. Natürlich, beziehungsweise... Ich hab doch gar nicht gedrückt, Mann! Noch mal eine Kiste, okay. Okay, dann war es da oben. Das ist ein komischer Abschluss. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Nicht schlecht. Ja, ja. Kann man sich jetzt wieder, holen wir uns dann zwei Herzen beim nächsten kleinen Schrein. Rauch in der Ferne ist meistens ein Zeichen für ein Lagerfeuer. Wer da wohl gerade Rast macht, mal der Ausraster. Ein ungestümes Pferd zu beharrlich antreibst, wird es dich abwerfen. Haben wir schon gefragt, warum das der weiße Gau gar nicht gemacht hat. Na gut. Gut betürtelt. Ach, gerade ein geiler Fehler. Haben wir einen Bug rausgefunden? Darf ich nicht hier oben auf dem Pferd aufsteigen? Da hinten. Kommst du dann wieder runter? Okay. So, das ist trotzdem sehr interessant. Wie man sich ja denken kann, ist hier in der Nähe vor Schloss Hyrule ganz schön was los. Seht ihr da vorne? Ich glaube, einen beweglichen haben wir auch noch gar nicht gesehen. Oh, warte mal, kriege ich das überhaupt hin? Nämlich da drüben ist eine. Oh nee, das sieht mich dann schon. Oh, Schande. Ich habe ja 3 Pfeile bekommen. Oh, nein, nicht. Da drüben oben ist auch einer, okay. Ja. Was? Ich habe einen Guardian-Pfeil verschossen. Einen zweiten sogar noch.
Alter, das habe ich noch nie gemacht. Was ist denn das für eine Scheiße? Soll ich resetten? Ich glaube, ich tue. Alter. Drei. Aha. Jetzt rennt man mit meinem Pferd noch da unten rein. Sorry, das ist ganz schön unhardcore, aber... Nee. You suck! Nee, nee, nee. Na, kommst du da runter? Ernst jetzt? So, hier ist wie gesagt ganz schön gefährlich. Wo ist jetzt da der? Ah, da ist der. Der wandelnde Guardian. So, und da drüben ist nämlich schon der eine. Genau. Oh nein, da drüben auch. Ach du Schande. Muss ich wohl direkt ins Auge treffen, ne? Ja. Oh ne. Boah, Alter. Okay, weil ich die Dinger immer ins Auge getroffen habe, wusste ich gar nicht, dass ich die auch ins Auge treffen muss. Alter, werfen die viele Mats ab. Aber ich glaube, da war noch irgendwo ein Aktiver hier. Da drüben, ja. Und das heißt, zwei habe ich. Puh. Gott, was für ein Fail war das jetzt vorhin von mir. Aber da sieht man mal, man lernt nicht aus in diesem Spiel. Erkennt er mich schon hier? Nee. Es wird ja schon wieder warm. Aber das ist sehr warm. Nee, 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 nee. Alter, Tatsache. Alter. Die Viecher, die sind abnormal. Ja, der hat eine Range sondersgleichen. Hier auch noch? Ja. Oh mein Gott. Alter, ist das heftig. Ich hab gedacht, diese Guardian-Pfeile echt, dass die einen sofort versiegeln. Jetzt haben wir dafür den zentralen Turm mal erklommen. Erklommen? Erklammen? Gut im Deutsch.
So, Datenübertragung beginnt. USB 12.3. Ja. So, da sehen wir, hier geht einiges. Das ist ein sehr großes Gebiet. Auch mit mehreren Seen. Und ja. Da unten wartet der Guardian jetzt auf uns. Und ja. Wir kommen Schritt für Schritt weiter die Map aufzudecken. Da drüben ist schon der nächste Turm. Und dahin geht's auch in der nächsten Folge. Bis denn. Tschu tschu. Winke, winke.